Herzlich willkommen, Freunde, zu einer Runde in Super Smash Bros. For Wii U. Ich werde, weil ich das ja mal gefragt wurde, ob ich den mal nehmen kann, den Bewohner jetzt mal nehmen. Ich habe einem Turnier, oder ein Kumpel hat zwar schon ein Turnier angeguckt. Und, da war das dann so, dass der Bewohner ins Finale sogar gekommen ist. Und ja, deswegen kann er doch gar nicht mal so schwach sein. Ich möchte gleich mal vorneweg sagen, die Statistik stimmt nicht mehr ganz bei uns, also bei mir beim Spielen hier, da ich eben gerade eine Aufnahme gemacht habe und da ist mein Kreislauf so ein bisschen zusammengesackt. Diese Aufnahme wird natürlich nicht erscheinen. Es geht jetzt mir, also es ist jetzt schon wieder besser, ich versuch's jetzt mal wieder. Wenn die Aufnahme halt urplötzlich abbrechen sollte, was ich aber nicht denke, weil es geht, hat sich jetzt gefangen ein bisschen, was, dann liegt es daran, dass ich dann nochmal, naja, dass mir es dann nochmal ein bisschen runterging mit dem Kreislauf. Ich versuche mein Bestes. Wow! Palutena. Boah! What the fuck? Nope. Boah. Ich weiß nicht. Also ist es... Bewohner ist echt nicht der Charakter für mich. Bams! Stimmt ja. Boom! Bowlingkugel. Ach. Ah, Mann. Schon lustig, dass wir eigentlich so viele Projektile haben, wo Palutena hier uns eigentlich übelst mitspielen könnte. Mann. Bums. Standbild. Hallo? Standbild. Da hat wohl einen Disconnect, entweder er oder ich. Oder auch nicht. Scheinbar hat einer von uns beiden Disconnect, weil das der wird nur von einem Computer übernommen. Das merke ich schon an der Spielweise. Ja, der macht nichts mehr. Wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einen Disconnect habe. Ich weiß es nicht. Hab's halt jetzt auf meinem PC nicht einschätzen können. So viel zum Bewohner. Also ich sag mal so, es ist nicht mein Typ Charakter. Ich bin lieber wirklich einer, der schnell hinter einen herrennen kann. Und ich habe mir bei Bewohnerinnen jetzt irgendwie nicht den Kniff dafür raus. Die Bewohnerin. Die Bewohnerin. Ein Verbindungsfehler ist aufgetreten. Dann gehen wir wieder online. So, ich kann euch jetzt mal spaßhalber die Statistik zeigen von der Aufnahme, wo es dann nicht so gut war. So, meine Siegeswahrscheinlichkeit ist noch 64. Ich möchte die auch über 64 behalten. Und ja, ich habe ein paar Niederlagen gekriegt, einfach weil ich mich auch damit nicht so gut konzentrieren konnte. Hab's halt versucht, noch so bestmöglich durchzusetzen und nee, war wohl nix. So, dann machen wir jetzt weiter. Dieser Mii kommt mir bekannt vor. Kann mir auch täuschen. Es gibt ja so viele Miis, die so aussehen. So, ich will mit Fox spielen. Und mit Fox auch ein bisschen üben. Zack. Boah. Irgendwie habe ich das Gefühl hier, dass der Stick ein bisschen... Naja. Glurak! Oh, shake. So. Mann, ich will da... Ey! Glurak!
nicht so hastig. Wow, das Ding hat mich noch getroffen. So. Also ihr habt mich schon auf Kombos hingewiesen vor, also von Fox. Ich weiß leider nicht mehr, wer jetzt der Gute war. Ob es Dice war? Also der hat einen Dice im Namen stehen. Wenn du es warst, danke. Wenn es jemand anders war, bitte sei mir nicht böse. Weil ich lese viele Kommentare und dann komme ich manchmal echt durcheinander. Oh, die Super Armor und dann auch noch Lag dabei. Ich konnte gerade im Matrix ansehen, wie wir aufs Fressbrett kriegen. So. Eine Kombo, die ich auch so... Genau. Das ist die hier. Die ich so mit gelernt habe. Jetzt ist dann Doppel-A und dann Up-Smash. Boah. Wenn du jetzt gestorben wärst, wärst an deinem Internet wahrscheinlich. Du bist an deinem Internet gestorben. Nope. Ach Mann. Ah, da musste ich unbedingt meinen Blaster zücken. Das da, mit dieser Combo, das muss ich mir noch einprägen, dass ich das bei niedrigen Prozenten machen kann. Nope. Plopp. Boah. Was auch immer jetzt passiert ist. Bums. Nein! Vergiss es. Und tschüss. Ende. Ich wäre aber trotzdem dankbar, wenn das Spiel ein wenig flüssiger laufen würde. So. Dankeschön. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks für mich habt, könnt ihr mir das natürlich gerne posten. Ich kann mir nicht überall 100% alle Tipps und Tricks irgendwo rauskramen oder danach stundenlang suchen. Aber wenn halt einer einen kennt, den ich jetzt hier erstmal nicht kenne, spezifisch, meine Güte, wie spricht man das nochmal aus, bei Fox wäre ich sehr dankbar. Das würde nämlich auch helfen, mich in kürzester Zeit stärker werden zu lassen. Klar, hängt es auch von meiner Umsetzung ab, von den ganzen Sachen, aber halt, es hilft mir. Oh, da habe ich eben gerade wegen dem Lag aus irgendwie einen geschafften Smash draus zu zaubern. Anstatt ein Tilt. Ach man, ich hätte es nochmal machen sollen. Aber das ist einfach hier. Ihr merkt, dass es der Spielfluss ist nicht flüssig und das ist ein bisschen was Irritierendes. Das nervt sehr. Für einen Charakter, der wie Glurak ist, einfach zu, am Ende Seite B spam, ist das natürlich easy. Boah. Hab das vorhin hingekriegt. Also kriege ich jetzt auch wieder hin hier. Und tschüss, meine Fresse. Kann ja nicht wahr sein. Nein! Och, ich hätte eigentlich gedacht, ich erwische den noch. Aber genau dann, wenn ich nichts mehr mache. Geht mir auf den Nerv. Ja. Oh, ich rutsch vom Stick gerade ab. Ah. Ich weiß auch nicht. Das lief nicht so gut. Glurak. Also einfach kommst du mir nicht davon. Das will ich jetzt nochmal wiederholen. Ich bin gerade vom Stick abgerutscht, als ich mir die Rettung machen wollte. Ich wollte eigentlich so schräg nach oben gehen. Aber das hat irgendwie nicht geklappt, so wie ich es wollte. Och Mann, ich wollte ein Rematch.
Das wollte ich nicht auch mal sitzen lassen, dass ich da so gerade so rumgekackt habe. Hm. Na. Der nächste weibliche Mii. Okay, was soll ich denn sagen? Ich glaube, mein Hauptmii ist ja auch weiblich. So, ich will aber trotzdem weiter mit Fox jetzt machen, fighten. So. Ich trockne das hier nochmal ab. Wisch nochmal ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist rutschiger als sonst. Ach man. Zelda. Interessant. Ach man. Tilt wieder vergessen. Ach man. Ich kann das jetzt stundenlang machen. Boah. Du bist ja noch schlimmer. Nee. Boah. Hallo? Boah. Boah. Wenn es zumindest flüssig in einer Geschwindigkeit laufen würde, wäre das sehr schön. Aber es ist, läuft es halt nicht. What, what the fuck? Genau dann, wenn ich meine Aktion eingebe. What the fuck? Dankeschön, Spiel. Also ich glaube, ich erkläre das Match schon unspielbar gerade für mich. Boah. Nope. Ach. Ach. Ich kenne Zelda. Zeldas Timing. Zeldas. Die kann finishen mit diesem scheiß Move. Oh wow. Ha. Und tschüss. Ich weiß nicht, warum ich mir da so sicher war. Leak. Ah. Nein. Match up. Nope. Ah. Ist mir jetzt nicht gerade die Liebste hier. Habe ich die trotzdem getroffen, oder? Match up. Funktioniert nicht. Ach man, ich wollte... Ja. Ach man. Kann ich das, was ich gerade wollte? Es fängt wieder an, nerviger zu laggen. Und tschüss. Ende. Meine Güte. Returning the base. Ja. Trotzdem ist es nervig, wenn das so ruckelnd läuft. So. Aber egal, wir konnten das Match trotzdem rumreißen und Danny geht raus. Ich kann ja zumindest mal als spaßeshalber noch mal offline gehen. Und zwar kurz in den Trainingsmodus. Also die bisher die zwei Kombis, die ich halt
Warum gehe ich hier rein? Ich wollte in den Trainingsmodus, sorry. Voll durch falsch gedrückt. Also die ersten zwei kleinen Mini-Dinger da, die ich mir halt einbringen möchte, sind... Wartet. Das ist einmal das, was mir in den Kommentaren halt geschrieben wurde. Das. Dann so zum Beispiel. Je nachdem halt, wie viel Prozent wir machen. Ich kann es mal wieder resetten. Ich glaube, ich kann da ein bisschen höher gehen. Kommt drauf an. Ich muss auch gucken, dass ich auch besser treffe dann. Bar. Und dann gibt es halt noch das. Die Kombo. Oh. Die funktioniert auch ziemlich gut. Nur halt, das passiert mir auch hin und wieder. Was halt schade ist, dass es nicht so funktioniert, wenn man gar keinen Gegner hat. Weil wenn ich keinen Gegner habe, kann ich diese... Kann ich hier... Warte mal. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wo das Zentrum hier ist. Ich versuche das mal irgendwie darzulegen. Kann ich auch so... Kann nämlich den... ich weiß nicht, ob man das gut genug sieht. Also ich betätige die A-Taste einmal und mache den Rest mit dem C-Stick. Also das funktioniert leider nicht. Wenn ich das nämlich mache gegen einen Gegner, kommt nämlich die normale A-Kombo raus. Schade, dass das nicht so funktioniert, aber... Sonst würde ich das nämlich dann so machen. Sonst muss ich halt immer... Hopp, hopp. Sorry. Man darf halt bei dieser Kombination... Zack. Nicht die A-Taste früh drücken. Das sind halt nur kleine Dinger, die ich bisher auf dem Kasten habe, aber scheiß drauf. Was ich auch noch lernen will, ist hier diesen... Ah, ich habe den Namen wieder vergessen. Ach, ich glaube, das erkläre ich beim nächsten Mal. Da geht es darum, mache hier ganz schnell einen Wechsel und mache dann draus zum Beispiel einen Smash. Moment. Ja, so ungefähr. Ich demonstriere das mal lieber, wenn ich das so ein bisschen eingeübt habe. Okay, damit würde ich sagen, ich bin raus. Und, ja. Die Info. Klopp, 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 klopp. Pams. Du bist böse. Hoppa. Ich glaube, ich muss ein bisschen... Hoppla. Ich bin da nicht zufrieden. Ich muss das ein bisschen... Öfters halt mal ein bisschen üben. Um da ein Timing reinzukriegen. Ach man, komm wieder hoch, Ness. Das ist das Einzige, was ich noch... Also was mir hier so ein bisschen noch blöd liegt, ist einfach das Timing. Den Abstand, den ich dazwischen halten muss, zwischen den zwei A's und den Upsmash. Das ist das Einzige, ja. Okay, ich steigere mich hier wieder zu weit rein. Ich glaube, ich mache das, dann wäre es genauer und vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich hier ein bisschen mehr Übungen gemacht habe und drin habe. Also, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und ich freue mich auf weitere Matches in Smash Bros. Wahrscheinlich auch mal Abonnentenkämpfe, wenn ich halt, ja, muss mal gucken, wenn ich Zeit finde. Weil es ist immer mit sehr viel Zeitaufwand verbunden, solche Kämpfe zu organisieren. Es ist schwerer, als wenn man hier einfach sich einen Gegner halt sucht und sagt, ja komm, mit dir möchte ich 14 Matches austragen. Ja, ich brauche 14 Matches, dann sucht man sich welche im Online-Modus und gut ist. Ich muss auch mal gucken, was für Moves Fox hier im Petto hat, mit welchen man gut über die Kante agieren kann. Wahrscheinlich... Das, was ich gerade gemacht habe. Aber gut. Ich würde sagen, jetzt bin ich aber wirklich raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.